Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800 hier ganz nah vor der Hacienda. Wir machen heute nahtlos weiter, wo wir gestern aufgehört haben und kümmern uns weiter darum, die Hacienda auszubauen und schauen an, was diese noch so zu bieten hat. Erstmal können wir natürlich jetzt uns ein paar mehr Einwohner generieren. Wir könnten hier rüber auf die Insel einmal übersetzen, um hier erste Farm zu setzen. Da würde ich allerdings gerne drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Und mir erstmal hier auf dieser Seite ein paar mehr Häuschen anlachen. So, da sind wir dann schon wieder an der Grenze. Und ja, leider gehen uns bald auch hier die Wege entsprechend aus. Ist ein bisschen schade, dass die Module hier so begrenzt sind, aber gut, sei es drum. Dann schauen wir, dass wir natürlich unsere Bewohner hier weiter versorgen. Sie brauchen als nächstes Atole und da wollen wir uns doch dann einmal als nächstes auch drum kümmern. Atole stellen wir wieder in der Brauerei her. Da bauen wir sie einmal auf, wählen sie aus. Und was brauchen sie? Sie brauchen Mais und Zuckerrohr. Alles klar. Und dann ändern wir hier mal ein bisschen was ab, um das Ganze ein bisschen anzupassen. Wir ziehen hier unsere Maisfarmen einfach mal in die Richtung. So haben wir nämlich wunderbar die Möglichkeit, eine weitere Hacienda-Farm zu bauen. Mit entsprechend Zuckerrohr. Wir planen auch schon mal wieder das Düngewerk natürlich hier vor. Und wenn ich mir das so anschaue, können wir das sogar so planen. Und ziehen dann hier entsprechend ein paar Module, wo wir sie halt gerade benötigen. Zack. Und das war's schon wieder. Alles upgraden. Das Düngewerk auf Pause, dann hätte ich es auch gar nicht so bauen müssen, wie ich es jetzt gebaut habe. Und schon fangen wir an, auch Zuckerrohr zu produzieren. Radius, ja, da kommen wir immer noch nicht weiter. Wir könnten aber hier zum Beispiel das Ganze ein bisschen verschieben, sodass wir da wieder im Radius entsprechend landen. Oder halt hier einmal mit einer Brücke rübersetzen. Wobei wir dann hier tatsächlich einmal das abreißen müssen, um mit der Brücke hier rüber zu kommen. Ist ein bisschen schade, aber gut. Hugo kauft schon wieder fleißig hier Anteile. Die kaufen wir uns einmal zurück. Einmal hier, einmal hier. Und dann lässt er uns hoffentlich bald mal in Ruhe. Also er ist da durchaus ein wenig lästig unterwegs. Dann können wir neue Module bauen. Nein, können wir nicht. Aber bald, sehr bald sogar. Wir gehen wieder hoch auf Dreifachgeschwindigkeit. Schauen auch mal hier, merken uns die Zahl 83.000, um den Palast auszubauen. Und dann geht es wieder rüber in die neue Welt. Da sind unsere Schiffe inzwischen angekommen. Sehr gut. Wo haben wir denn unser Kontor? Das haben wir hier oben im Norden. Und wir laden einmal entsprechend das ganze Baumaterial ab. Jetzt haben wir auch die Dampfmaschinen. Das ist auch sehr gut. Denn damit können wir dann uns jetzt um die erste Düngeproduktion kümmern. Ihr dürft zurück nach Crown Falls bitte, denn wir wollen natürlich hier ein bisschen weitermachen. Jetzt können wir nämlich das Düngewerk endlich bauen. Hier sehen wir schon, es beeinflusst, oder es hat diesen Radius, der immer fix ist, immer gleich ist. Und wir sehen, hier produziert jetzt zum Beispiel das Silo alle dritten oder jeden dritten Produktionszyklus. Das bedeutet, alle 45 Sekunden einmal Mist, was umgewandelt wird entsprechend in Dünger. Nachteil ist hier, wir brauchen für ein Silo ein Düngewerk, wenn es nicht geboostet ist. Heißt, wir müssten hier tatsächlich mit einer Handelskammer arbeiten, um das Düngewerk zu boosten. Und da schauen wir uns auch einmal an, was es denn da so für Items gibt. Hacienda Düngewerk. Und man sieht, das ist gar nicht mal so viel. Was interessant werden könnte,
ist tatsächlich das schneller reich werden Band 4 kein Mist, denn wir steigern nicht nur die Produktivität, sondern produzieren auch jeden vierten Produktionszyklus nochmal Ethanol, was spätestens, sobald wir die Hochhäuser einsetzen, sehr interessant wird. Dann haben wir den Schmelzpunktbestimmungsapparat. Den kriegen wir durch die Weltausstellung oder durch das Forschungsinstitut. Plus 50% Produktivität ist hier doch ganz lecker. Das kombiniert eventuell hier mit der doppelten Redundanz. Dann haben wir schon 100%. Und dann können wir uns entscheiden, setzen wir den Feras ein für 150% Produktivität oder nehmen wir hier entsprechend das Band. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das Maximum für die Produktivität. Das bedeutet einmal doppelte Redundanz, einmal Feras und einmal der Schmelzpunktbestimmungsapparat, den wir aber mit Sicherheit noch nicht haben. Richtig. Heißt auch, dass wir Feras und die doppelte Redundanz uns gleich mal rüberholen. Wie kriegen wir die doppelte Redundanz? Relativ simpel. Ich weiß gerade gar nicht, ob der schon verfügbar ist, ob wir den überhaupt schon kaufen können. Ich werde hier ein-, zweimal rollen. Nein, können wir noch nicht, weil das ist ein Thema für Hochhäuser und für... oh, ein Feras. Gut, dass wir hier reingucken. Gut, dass wir hier reingucken. Dann verbringen wir, während ich euch das einmal erzähle, hier mal ein bisschen Zeit. Also die doppelte Redundanz ist ein Item aus der Reisezeit, schräger für die Hochhäuser. Dementsprechend müssen wir das natürlich freigeschaltet haben. Und das haben wir aktuell noch nicht. So, einmal. Und dann gucken wir, ob wir noch was haben. Dario, bin ich mir unsicher, ob wir den, wie oft wir den schon inzwischen haben. Aber das ist natürlich ein Item, was wir immer gebrauchen können. Also immer mal wieder rein mit denen. Genauso wie den erstklassigen Sapeur. Den überroll ich auch viel zu häufig. Und eigentlich brauchen wir den doch ja in rohen Massen, hätte ich fast gesagt. Dann schauen wir auch mal. Da kommt nur die Händlerin. Denn auch interessant natürlich, um unsere Farm in der neuen Welt zu boosten. Ist definitiv... die Viehbäuerin, denn die Viehbäuerin sorgt für 50% Produktivität hoch. So, jetzt haben wir aber hier genug. Leitungsmonteure nehmen wir uns schon mal mit. Nee, will nicht kommen. Will nicht kommen. Wäre ja auch zu einfach, aber wir verbringen hier mal eine ganz kurze Session wieder beim Händler. Haben wir, glaube ich, relativ lang nicht gemacht. Jetzt könnt ihr mich in den Kommentaren da gerne korrigieren. Aber ich meine nicht. Was wir auch einsetzen könnten, wäre der Herr Rodrigo der Ranchero. Damit wir nochmal aus den Farmen ein bisschen Rindfleisch rausbekommen. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, ob sich das so lohnt, weiß ich nicht. Hier haben wir es, 30%, aber dafür minus 60% der Arbeitskräfte. Das passt soweit. Konservenfabrik Michel haben wir schon. Ja, dann lassen wir es doch erstmal wieder gut sein hier mit dem Rollen. Schicken die zwei Schiffe ans Kap. Und schauen mal. Dass wir vielleicht einfach mal ein Hotel bauen, um das Ganze freizuschalten. Das sollte nämlich schon ausreichend sein. Einmal wieder abreißen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und gucken uns einmal an, ob da jetzt neue Items verfügbar sind. Brauchen hier natürlich auch ein Schiff. Und rollen hier ein-, zweimal. Was wir auch schon mal einkaufen können, sind die Telefonverstärker. Für die Gelehrten auch ein interessantes Item, was ich immer drin haben möchte. Denn 25% weniger von den Telefonen im Verbrauch ist da doch schon ganz lecker. Okay, da kommt noch nichts Neues. Gucken wir hier mal bei der Händlerin. Bei der guten Isabel Samento. Aber auch da sieht es, glaube ich, eher schwierig aus, würde ich mal sagen. Wir können uns aber währenddessen hier auch schon mal wieder ein, zwei Items ruhig kaufen. Und wir kaufen uns hier mal die Schiffe weg, damit wir hier eine neue Auswahl bekommen.
einfach wieder verkaufen. Wir haben jetzt die Finanzmittel, dass wir da nicht mehr drauf achten müssen. Dementsprechend würde ich auch entsprechend so vorgehen, dass wir sie dann auch verkaufen. So, Baumpflegerin, wir können schon mal die Cecilia ruhig mitnehmen. Und dann nochmal hier ein bisschen rollen. Mrs. Brown, auch ein interessantes Item auf jeden Fall, was wir gebrauchen könnten. Nämlich für die Zuckerrohr- und Maisplantagen. Auch die Hacienda natürlich. Produktivität hoch und wir kriegen nochmal Kakao, Kautschuk und Baumwolle raus. Kann schon ganz gut sein. Schauen wir mal, ob wir es dann am Ende auch wirklich einsetzen oder eben nicht. Okay, wir müssen doch ein bisschen mehr im Reisezeit-DLC tun, als ich gedacht und natürlich auch erhofft habe. Dementsprechend lohnt es sich hier eigentlich gar nicht groß weiter zu rollen, sondern wir schauen einfach mal, was wir denn dafür noch so tun müssen. Ich schätze mal, wir müssen dann entsprechend auch erst die Produktionsketten dafür freischalten. Heißt, die doppelte Redundanz können wir aktuell zumindest noch nicht einsetzen. So, hier kriegen wir weiter fleißig Häuser. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir sogar noch mehr bauen. Wir kümmern uns hier schon mal so ein bisschen wenigstens um den Ausbau. Und schauen dann mal, was wir am Ende so hinbekommen. Gelehrte, haben wir schon öffentliche Gebäude weiter freigeschaltet? Nein. Okay. Denn die brauchen den Funkturm, dafür brauchen wir aber erstmal 7000 Gelehrte. Hier sehen wir auch schon, die schnappen sich Melonen und Rum, das sollen sie bitte nicht tun. Die brauchen wir für die Weltausstellung, sie brauchen Fleischkonserven, sie brauchen Maßanzüge und dann später auch Meeresfrüchte, Eintopf, Telefone und entsprechend den Funkturm. Da wir aber gerade ein paar Forschungspunkte über haben und das Cap inzwischen bei 13.000 ist, können wir hier ruhig mal ein paar Karten an die Wissenschaft spenden. Sagte ja schon, wir lassen uns jeweils eine Karte über. Und jetzt sehen wir den großen Vorteil von dem Kartenkauf, was wir bisher so gemacht haben. Nämlich, ich kann einfach mal 9.500 Punkte spenden, habe jetzt hier ordentlich was auf der hohen Kante und kann entsprechend in die Forschungsgebiete gehen, in die Talententwicklung und schauen, ob wir uns vielleicht ein nützliches Item anlachen können, was wir entsprechend dann für unsere Produktion verwenden können. Das ist wirklich der Zufall. Hier könnten wir uns ein Arek dann quasi bauen, was ganz angenehm ist. Aber da der auch kaufbar ist und ich ein Freund davon bin, dass was kaufbar ist, dass wir das dann auch beim Händler erstmal holen und die Zeit fürs Forschen nutzen dann lieber für andere Dinge. So, hier haben wir einen Hans Eichendorf, den nehmen wir mal mit, wenn er hier gerade schon auftaucht, warum nicht? Hier haben wir etwas für die Tierhöfe. Ob wir den einsetzen, weiß ich nicht, weil ja, Produktivität plus 100, jedes dritte Mal nochmal zusätzlich Alpaka-Wolle, ist ganz angenehm, aber Anzahl der Module plus 100%. Jetzt gibt es auch ein Item, was das dann wieder reduziert. Ob wir das zusammenspielt und gerade beim Dünger, ob das interessant für uns ist, müssen wir mal noch gucken. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Hier haben wir auch ein sehr interessantes Item, die Susanna für die Dampfwagenfabrik. Nämlich statt Dampfmaschinen Glühfäden und das macht schon richtig viel aus. Und wir kriegen noch ein paar extra Glühbirnen. Warum denn nicht? Dann wollten wir uns hier den Feras auch einmal mit rüber in die neue Welt nehmen und gucken mal, was wir hier doch haben. Wir sehen, beeinflusst auch die Hacienda-Getreidefarm, der gute preisgekrönte Produzent. Aber ich werde ihn so oder so erstmal nicht verwenden. Auch hier für Bier und Schnaps könnten wir den Bruder Hilarius einsetzen, brauchen wir aber aktuell auch noch nicht. Dann schauen wir mal, was könnten wir an Items eventuell mit rübernehmen. Superdünger, ja, aber es ist nie gut eigentlich, Module zu erhöhen. Wir nehmen mal einfach hier das Milzbrand-Ding mit. Warum denn nicht? Da haben wir einfach dann für alle Tierhöfe 40% Produktivität. Dann können wir uns mal wirklich anschauen,
was wir wirklich verwenden wollen. Ich glaube, der fabelhafte Futterplatz ist immer eine gute Wahl, denn er sorgt für 70% Produktivität, für nur 20% mehr Unterhaltskosten. Das ist doch ganz angenehm. Negative Attraktivität interessiert mich nicht. Einmal für die Bohrtürme können wir ruhig was mitnehmen. Alle Lebensmittelproduktion, das sollte eigentlich auch dieser Ofen, sollte ja dann auch eigentlich wirken auf die Brauereien, in die Hacienda Brauereien. Aber da wir nur einen haben, behalten wir den erstmal hier und schauen dann nochmal später weiter. So, Schnapsfarm, Brauerei, Elektrizität haben wir drüben in der neuen Welt ja nicht. Von daher nicht so richtig interessant. Da haben wir doch den Rodrigo, den nehmen wir einfach mal auf Verdacht mit. Wer weiß, vielleicht habe ich ja keine Lust, eine Rinderfarm zu bauen und dann setzen wir den einmal irgendwo ein. Die Schloteverordnung nehmen wir einmal mit rüber und dann schauen wir auch schon bei den blauen Items, was wir da eventuell gebrauchen könnten. Produktivität plus 35%, da haben wir wahrscheinlich was Besseres, aber wir packen es erstmal ein. Ansonsten, nee, das verwenden wir ja nicht. Die Viehbäuerin hatte ich angesprochen, die nehmen wir auch ein paar Mal mit. Und das war's dann schon erstmal wieder. Sodass wir dann hier natürlich wieder auch, oh, ein Brett ist ein bisschen wenig. Vielleicht stellen wir das wieder aufs Maximum und holen uns natürlich nochmal ordentlich Baumaterial in die neue Welt. Ich könnte auch eine Route erstellen, aber das dauert dann ein bisschen länger. Und da wir ja durchaus zügig vorankommen wollen, im Rahmen der halben Stunde ungefähr, die wir ja pro Let's Play haben, oder die ich mir so eingeteilt habe, dass ich eine Folgenlänge von ungefähr 30 Minuten einplan, was mal mehr, mal weniger gut klappt, wollen wir einfach schauen, dass wir dann auch vielleicht das ein oder andere manuell machen, was auch per Routen geht, aber dadurch dann länger dauert. Da sich der Weg hier noch immer lohnt, bei den paar Forschungspunkten, die wir aktuell generieren, kaufen wir uns auch weiter fleißig hier ein paar Schatzkarten natürlich ein. So, das geht halt relativ zügig durch den Trick, dass man das Schiff wirklich voll macht, die Schatzkarten nie bis auf die letzte spendet. Und auch der Vorteil ist, dass das Schiff die entsprechend nicht erst auf eine Insel bringen muss oder auf die Insel des Forschungsinstituts, sondern wir die Items auch aus dem Schiff raus spenden können. Obwohl sie schon Gold leuchten, übersehe ich und überrolle ich ab und zu mal eine. Ich glaube, das ist genau mein Ding, Items überrollen. Oh, wir haben keine verfügbar mehr, dann kann ich hier auch drücken, wie ich will. Bringen tut es nichts mehr. Auch in Envesa können wir dasselbe machen und wenn wir hier einmal in einer Roll-Session sind, dann aber ganz oder gar nicht, oder? Wobei, wenn ich mir das hier angucke, das könnte ein bisschen länger dauern. Wobei, das geht. Hier haben wir die letzte Item-Reihe noch nicht freigeschaltet. Eigentlich müssten wir hier auch 12 Items haben, aber ich vermute, weil wir irgendwie zu wenig Einwohner noch haben oder so, hier in Envesa haben wir da noch das Problem. Aber das ist ja kein Problem, auch darum können wir uns kümmern. Was sagt die Kohle? 242 Millionen, da sind 250.000 pro Roll doch kein Problem. Und auch hier ist es relativ einfach. Oh, Lucky, 2 Stück auf einen. Nein, ich wollte gerade sagen, es ist relativ einfach, die Karten zu sehen, weil sie ja golden aufleuchten und sehr schwer zu überrollen. Und während ich es sagen will, was mache ich? Ich überroll eine Schatzkarte. 6 Stück noch, dann seid ihr erlöst und dann geht es auch in der neuen Welt weiter. Vielleicht sind ja sogar schon die Baumaterialien entsprechend drüben angekommen. So viel zur Konzentration. Da kauft Hugo auch einen Inselanteil. Den holen wir uns direkt zurück, bevor es gleich wieder rüber in die neue Welt geht. So. Ja, wo denn? Die Insel möchte er jetzt unbedingt haben. Okay. Warum auch immer. Und dann gehen wir zurück. Einmal hier in die neue Welt. Und natürlich auf unsere entsprechende Insel. Hier haben wir unser schönes kleines Schiffchen.
und schauen, ob wir uns hier nochmal was anlachen können oder ob wir das erstmal lassen. Küche, ja, statt Fischöl Kakao und dafür kommt da Schokolade raus. Tortilla-Bäckerei könnte interessant sein, die werden wir ja auch als nächstes aufbauen. Hutmacherei, statt Filz Alpaka-Wolle, auch sehr gut, sparen wir uns einen Produktionsweg. Nehmen wir uns auf jeden Fall an der Stelle auch mit, sodass wir hier voll und ganz mit Items arbeiten. Und dann brauchen wir nur noch eins und sind schon wieder durch und haben schon wieder 3 Items für unser Segelschiffchen voll. Das ist doch perfekt. Maisfruchtbarkeit herstellen brauchen wir nicht und die 25 Produktivität, da haben wir auf jeden Fall bessere Möglichkeiten. So, die Viehbäuerin nehmen wir dann noch einmal mit, auch wenn wir sie jetzt öfter haben. Wir nehmen uns den Molemeister mit. Denn der sorgt bei der Tortilla-Bäckerei nicht nur für mehr Produktivität, sondern wir brauchen kein Rindfleisch mehr, sondern Fischöl und sagen wir so ein Küstengebäude ist viel, viel, viel besser als Rinder anzubauen oder ja, Rinder zu bauen. So, währenddessen hat sich auch hier der Radius weiter erhöht. Das freut mich natürlich. Und jetzt brauchen wir hier Kaffee und Tortillas. Auf der Insel werde ich jetzt erstmal für den Anfang wirklich alles aufbauen, 1:1. Und dann im nächsten Schritt mal schauen, wie wir das Ganze dann nochmal vielleicht ein bisschen abändern. Okay, hier kam jetzt noch nicht so richtig was an, ist klar. Weil unsere Schiffe jetzt erst angekommen sind, auch mit den Items. Aber dadurch, dass wir halt ein bisschen Items gerollt haben, ja, haben wir einiges an Zeit auf jeden Fall überbrückt. Da kommt der Futterplatz an. Da kommen die Viehbäuerinnen an. Stahl nehmen wir auch nochmal ein bisschen mit. Wie viel Lagerplatz haben wir hier? 850, heißt, da sind wir fast voll. Da kommt auch der Feras. Und noch ein bisschen Stahlbeton, den wir wahrscheinlich hier nie brauchen werden. Und dann lassen wir ein Schiff nochmal ruhig hier. Weil das Segelschiff mit den 3 Plätzen geht mir doch ein bisschen auf die Nerven. Und das können wir auf jeden Fall ein bisschen besser. So, Alpaka-Wolle können wir jetzt ordentlich boosten. Fabelhafter Futterplatz auf jeden Fall rein. Dann Düngewerk. Hier plus 40. Okay, das lohnt sich schon nicht. Stattdessen können wir dann lieber tatsächlich einen Feras reinpacken, der da doch mehr bringt. Und dann nehmen wir doch noch die Viehbäuerin 30% und dafür aber Arbeitskräfte runter. Und somit läuft die nur noch auf 3 Arbeitskräften. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Und haut hier Alpaka-Wolle ohne Ende raus. Und wir könnten die um nochmal 200% mit dem Traktorhof boosten. Von daher, das läuft schon. Dann gucken wir auch mal bei den Produktionen. Wir haben zu wenig Mais. Okay. Das ändern wir jetzt, indem wir einfach das Düngesilo hier jetzt mal starten. Wir sollten ja jetzt inzwischen mal mehr als genug Dünger haben. Und das Düngewerk wollen wir dann entsprechend auch einmal boosten. Dafür müssten wir nochmal eine Handelskammer irgendwo reinpacken, wo das Düngewerk steht. Wo steht es denn überhaupt? Bin von Blindheit gestraft, da ist es. Wir können es jetzt aber auch deutlich weiter nach hier hinten setzen. Auch ganz ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Dann packen wir hier die Handelskammer dorthin und dann hier fürs Düngewerk nochmal eine hierhin. Wo sie am Ende steht, ist ja egal. Und da packen wir natürlich den Feras rein. Dann, was haben wir fürs Düngewerk? Düngewerk. Nee, das ist Lehm, Quarz, Gruben, Salpeterwerke, Tierhöfe, Eisenhütten und Schmieden. Hier, das Ding können wir erstmal nehmen. Das ist die Stufe unter dem Lilanen, was wir uns gerade angeschaut hatten. Und ich glaube, das war es dann schon, oder? Ich glaube nicht, dass das gilt. Nein, der funktioniert da leider nicht. Das funktioniert da leider auch nicht. Okay. Heißt, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen abwarten, dass wir da auch die richtigen Items entsprechend bekommen. Wunderbar. Dann können wir hier entsprechend auch die Felder noch ein bisschen umändern, ruhig. Dass wir das ein bisschen schicker, kompakter einfach hier haben.
So, eins noch. Fertig ist der Lachs. Und natürlich lachen wir uns mehr Einwohner an. Dazu machen wir den ganzen Spaß ja auch so ein Stück weit, um halt mehr Einwohner zu bekommen. So. Und dann müssten aber die Wege hier jetzt bald ihr Ende finden, leider. Und da haben wir dann nicht mehr genug. So, hier können wir auch einmal nochmal mit einer Steinbrücke rübergehen. Hier nochmal so ein Weg. Der Weg hier auch ein bisschen optimierter nochmal weg. Das sieht halt nicht so gut aus. Auch der Übergang sieht hier eher so lala aus. Aber okay. Gehört halt irgendwo dazu. So, dann werden wir uns noch ein paar Obreros anlachen, um hier entsprechend alles freizuschalten. Wir könnten auch mal die Boxkampfarena bauen, damit die ein bisschen glücklicher sind. Denn Zufriedenheit ist durchaus ein Thema. Wir wollen ja hier keine dauerhaften Aufstände. Dann bauen wir hier einfach... Wow, ein Gebäude kriegen wir hier hin. Okay. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Plan. Aber vielleicht reicht das ja jetzt schon wieder aus. Ja, hat sogar schon ausgereicht. Wir können hier weitere Gebäude dran setzen. Wir können das weiter ein bisschen nach hinten ziehen jeweils. Und können dann hier entsprechend weitere Jornalero-Gebäude einmal bauen. So. Bei 21, da sind wir wirklich fast am Ende. Nee, das lohnt sich hier nicht. Und dann setzen wir hier weitere Gebäude natürlich dran. Müssen das erstmal so machen, können das aber hier auch... Müssen wir gar nicht so machen, wir können das auch so machen. Damit wir, ich möchte es dann nämlich weiter in diese Richtung, Richtung Strand ziehen. Abholaufgabe für 26 Fleischkonserven. Also, Hugo, bitte. Da kannst du dir schon selbst beantworten, dass ich das nicht machen werde. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch Schnaps. Definitiv. Und hier die Produktivität sind nicht ganz 200%. Aber wir können natürlich jederzeit auch ein zweites, drittes und viertes Düngewerk bauen, was entsprechend dann auch hier beeinflusst wird. Von der Handelskammer. So hoffe ich zumindest. Ja. Das sieht doch gut aus. Geht das noch eins nach außen? Nee, schade. Okay. Jetzt fängt er hier natürlich an, ein bisschen überlastet zu werden. Dann bauen wir den einmal aus. Die Alpaka-Wolle, das läuft noch wunderbar. Und dann können wir schauen... Wie gesagt, dass wir uns hier ein bisschen Schnaps anlachen. Für Schnaps brauchen wir natürlich wieder die Brauerei. Produktionsgebäude Nummer 1. Und dann können wir auch hier nochmal ein bisschen die Fältchen umändern. Und die eher in diese Richtung bauen, dass wir da noch eine Farm hinbekommen. Beziehungsweise eine Brauerei. Wir wollen aber natürlich keine Atole, sondern jetzt hier Schnaps. In der neuen Welt herstellen. Und das machen wir, indem wir auch nochmal eine Hacienda Farm bauen. Da ist sie. Und der Radius hat sich nochmal vergrößert. Also das geht halt hier jetzt irgendwo, wenn man anfängt, die Gebäude auszubauen und zu versorgen, Schlag auf Schlag. Und dann sind wir auch hier beim maximalen Radius der Hacienda jetzt angekommen. Und ich war doch hier mit den Ölfeldern gar nicht so schlecht. Ich hätte zwar gedacht, dass es nur bis hier zur ersten Ölquelle geht, aber okay, das passt. Das passt. Ob wir sie hier am Ende stehen lassen, weiß ich auch noch nicht. Mit Sicherheit kriegt man die ein bisschen optimaler, vielleicht ein bisschen höher hierhin, dass man entsprechend überall noch Farm drumherum bauen kann. Aber so ist das doch durchaus erstmal zumindest okay. So, hier sind wir jetzt, wie gesagt, beim Maximum angekommen. Mehr geht nicht. Und dann können wir hier vielleicht nochmal eine Kapelle hinsetzen, damit sie auch zufrieden sind. So. Und zum Abschluss
Hier nochmal ein paar Straßen. Auch das, ne, um hier Straßen zum Lücken füllen, das sieht halt so viel, viel schicker aus. Als einfach nur so normale Straßen zum Lücken füllen zu nehmen. Was ist hier los? Oh, nicht Angriffspakte sind ausgelaufen. Das wollen wir doch direkt mal wieder ändern. Ja, ich zahle da auch 45.000 für. Hugo ist da nicht so gierig. Die Prinzessin? Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Bei der Prinzessin müssen wir uns mal Gedanken machen. Definitiv. So. Dann brauchen wir hier natürlich jetzt Kartoffeln. Eben für den Schnaps. Und bauen hier auch ein paar Fältchen. Und wie gesagt, viel ist das definitiv nicht, was wir da an Feldern brauchen. Wir können dann hier entsprechend unser Düngesilo bauen. Brauchen es aber noch nicht in Betrieb zu nehmen. Da nehmen wir dann lieber zum Beispiel die Gewürzfarm und das Zuckerrohrfeld in Betrieb und bauen auch nochmal eine zweite Maisplantage. Verschieben wir das mal hier alles ein bisschen. Düngewerke dort sind okay erstmal, aber können wir auch nochmal ein bisschen optimieren durchaus. Wir können sie ja auch hier hinbauen zum Beispiel. So, hier eine Straße bis zum letzten Düngewerk. Hier noch eins hin. Dann noch eins bauen. Allianz möchte ich immer noch nicht. Danke, dass du immer wieder fragst und damit nervst, aber ich brauche es einfach nicht. So. Ah, jetzt haben wir hier ein paar tote Kacheln. Okay. Gehört irgendwo auch dazu zu Anno, oder? Ist aber schon in Ordnung so. Finde ich jetzt nicht zumindest unbedingt tragisch. Bauen wir noch ein Düngewerk. Arbeiter haben wir genug. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und dann sorgen wir jetzt nochmal für Mais. Mais natürlich direkt auch mit dem Düngewerk. Und der Mais wird auch hier gerade von Feras direkt mal in Beschlag genommen, hätte ich fast gesagt. Aber ja, im Effektbereich vom guten Feras. Das läuft doch, das passt doch. Und dann bauen wir hier ganz fröhlich und munter ein paar Maisplantagen. So. Und hätten hier immer noch Platz, aber Nutzen brauchen oder Nutzen tun wir den aktuell so oder so nicht. Von daher alles in Ordnung. So, dann stellen wir hier Schnaps her. Damit sind die schon mal voll versorgt mit 20 von 20, die Jornaleros. Und was hier auch schön ist an dem Design, finde ich, dass man hier ein Rathaus hinsetzen kann, was ja auch 4x4 hat. Also auch sehr, sehr angenehm. Und dann werden wir uns hier beim nächsten Mal in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr um die Obrera kümmern. Dass wir die mit Tortillas, Kaffee, Melonen und Nähmaschinen versorgen. Dass die vielleicht auch hier von der Boxkampfarena ein bisschen besser profitieren. Und dann lassen wir es hier an der Stelle für heute wieder gut sein. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Ja, ihr habt richtig gehört, morgen gibt es eine weitere Folge Anno 1800. Einfach, weil Ostermontag ist, ihr ja so oder so frei habt, hoffe ich zumindest für euch. Und sich da dann anbietet, ganz gemütlich hier nochmal eine weitere Folge reinzuschmeißen. Dementsprechend habt einen schönen Restsonntag. Schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal hier in Anno 1800. Vergesst das Abo nicht. Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.